und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ghost Recon Wildlands im Roleplay zusammen mit Reaper, Naro, hi, und Vanva. Wo auch immer sich unser Sunny-Töter jetzt schon wieder rumtreibt. Ja, ich mache mich auf den Weg zu unserem Scharfschützen. Denn der hat anscheinend einen guten Plan ausgearbeitet. Ja, also ich habe mich jetzt gerade mal so still und heimlich ein bisschen vorgeschlichen und habe vom Feind ein Auto gekapert. Das steht so mehr oder weniger direkt vor mir und jetzt müssen wir eigentlich nur noch dem Assistenten sagen, dass er mal das Gaspedal tritt und dann können wir den mit dem gekaperten Auto hinterherfahren. Aber welche Route wollen wir dann mit dem Auto fahren? Weil direkt durch die Ortschaft, da werden wir wieder gesehen. Wir können hier durch die Berge fahren. Das sollte der wir Wagen schaffen. Wir können entweder durch die Berge fahren oder einfach durch die Ortschaft durchfahren, da es von dem Feindfahrzeug ist. Vielleicht sollten wir die paar Personen, die hier einzeln beim Fahrzeug rumstehen, ausschalten. Ich weiß es nicht. Negativ, Gefahr entdeckt zu werden. Okay. Ja. Wir dürfen auf keinen Fall entdeckt werden. Okay. Sollten wir jetzt schon mit dem Auto uns vor der Stadt positionieren? Oder meint ihr wirklich, wir schaffen das? Wir sollten von hier aus wegfahren. Damit. Durch den Ort. Nein, rückwärts. Oder an der Seite entlang. Wir müssen halt gucken, dass wir schnell rauskommen. Wollen wir schon mal einsteigen? Also wir können auch von im Auto aus die Drohne benutzen. Anschnallen, Leute. Also dem geht die eine Wache gerade vor das Gebäude, okay. Also sagt Bescheid, wann ich die Drohne nehmen soll. Also wir könnten, von hier könnte ich es glaube ich gut durchs Gelände, oder? Es ist trotzdem schwierig, es darf halt nichts im Weg stehen. Und wir müssen halt vorne rauskommen. Rechtzeitig vorne okay, rauskommen. Okay, was ist oder eine bessere also, Idee? Schon mal ein Stück weiter vorfahren, das Gelände schon mal unten. Ist nicht so weit. Da kurz Stückel noch. Vielleicht ein bisschen weiter nach rechts, damit der Sniper uns sieht. Naja, ich muss an den Ruinen vorbeifahren, stimmt. Ist die Reichweite für die Drohne noch ausreichend? Ja, noch geht's. Noch geht's. Ich hoffe, okay. Ich kann hier durch. Die Drohne ist unterwegs. Ich guck einfach mit der Drohne schon mal, wie die ja, hier ist doch das Feld. Über das Feld kann ich fahren. Haltet Abstand und sorgt dafür, dass er am Leben bleibt. Er muss uns zu El Cerebro führen. Okay, sagt mir den Weg ganz schnell dann gleich, wo ich langfahren muss. Ne, am Feld vorbei? Da vorne nach rechts. Ah, ich seh den Wagen, ja. Ich seh den Typen. Fahr los. Okay, dann... Ja. Oh, da sind... Weiter? Ja. Okay, er ist ja, eingebogen. Er ist die. Er hat auch wieder so ein kleines Raumcontinuum. Ja, ein bisschen. Ja, einfach schön rumbleiben. Ihr seht ihn auch noch, ne? Ja. Ja. Ihr denkt halt, wir wären einer von ihm. Trotzdem vorsichtig mit dem Abstand und so. Ich hoffe, das Wetter bessert sich irgendwann. Mit dem Land hier? Ne. Bezweifle ich, das hält lange an. Wo fährt der denn bitte hin? Oh Gott. Was ist sein Haus? Wenn El Cerebro da ist, schnappen wir ihn uns. Aber lebend, verstanden. Wohin? Er ist da vorne angehalten. Ah, ich sehe das Fahrzeug. Sollen wir aussteigen und uns hier verstecken? Ist, glaube ich, besser. Ist eine gute Idee. Ja, ich sehe schon Tango in Entfernung. Ich habe hier einen Störsender. Ich kann nicht mit der Drohne gucken.
Erstmal verstecken. Befinde mich hinter dem Baumstamm von diesem großen Baum, der da direkt vor uns ist. Die Drohne wird gestört. Da ist noch einer, genau. Und da sehe zwei Tangos. Ja, auf dem linken Turm Scharfschütze sehe das feindliche Radarstörgerät. Da ist noch ein dritter. Ich kann den linken und den rechten Tango, der rechte ist schwer bewaffnet. Der hier ist sehr schwer bewaffnet, ja. Ich sehe allerdings den Stromgenerator für den Störsender. Da kommt ein Panzer angefahren. Oh, ich gehe in Deckung. Ich weiß nicht, ob das der ist, den wir suchen in dem Panzer. Was ist denn hier eigentlich unser Einsatzziel? Naja, wir wollten zu El Cerebro geführt werden. Der Assistent hat uns ja soweit hierher geführt. Okay. Das heißt, aber eliminieren. Aber das ganze Lager hier, also das sind wirklich noch zwei Inseln, die dazu gehören und noch eine große Insel und da irgendwo muss er sein. Okay. Das ist ein riesiges Gebiet. Der Panzer ist soeben ausgestiegen, der Fahrer. Hab den Fahrer markiert. Ich sehe aber trotzdem immer noch nicht den Generator. Ich sehe das Störgerät, aber ich sehe den Generator nicht. Ich habe ihn auch noch nicht entdeckt. Ich weiß nicht, wo ich mich hinlegen soll. Der Panzer wurde wieder bemannt. Ja. Ich begebe mich mal auf die Straßenseite von Enno. Und hinter die Position von ihm. Um einen Blick hinten ins Lager zu bekommen. Also zwei Leute sind im Panzer. Ich sehe das Radarstörgerät, glaube ich. Aber der Generator ist wichtig, wenn wir den ausschalten, ist das Ding auch down. Ja. Und ein Scharfschützen auf dem Turm. Ich weiß nicht, ob ich ihn ausschalten kann. Also ausschalten ja, aber genau eher. Ist tot. Konnte er funken? Ist das die 4? Nein, negativ. Verdammt. Der Scharfschütze ist ausgeschalten. Irgendwie sind die nervös geworden, ja, die Jungs. Sind wegen mir nervös geworden. Ja. Ich würde sagen, die Position tauschen. Ja. Dann ziehe ich mich zurück in Deckung. Ich begebe mich hinter die Baustelle. Vier ist down. War er gerade in der Nähe von anderen? Benötige technische Instruktion, nein, was eine Alarmsicherung ist. Eine Alarmsicherung ist das, wo die Drähte oben dran sind. Okay, aber keine automatische Auslösung. Nein. Okay. Wenn wir entdeckt werden, dann drehen die an der Alarmdings. Sehe einen Geschützturm. Hört ihr den Alarm? Kann hier auf der Baustelle eine Person ausschalten bei dem Radarstörgerät? Scheint alleine zu sein. Würde ich allerdings ablehnen. Auf freier Fläche wird zu schnell entdeckt. Ist keine freie Fläche. Okay. Dann, wenn er allein ist, erschießen. Okay. Ist down. Ich kann jetzt das Radarstörgerät und den Alarm scheinbar deaktivieren. Wenn ihr möglich habt, das muss eine manuelle Deaktivierung sein, nicht zerstören. Ja, ist möglich. Dann los. Radarstörgerät ist deaktiviert manuell. Okay, kann Drohne benutzen. Wir müssen halt noch wissen, wo der Generator ist.
Der ist gerade wichtiger. Ich weiß nicht, ob man den Turm mit der Alarmanlage ausschalten kann. Ich könnte halt von hier oben drauf schießen, aber... Einmal genaue Position, wann war, obwohl ich sehe dich. Ja, beim Radarstück Schrägstrich. Enno, deine Position? Beim Eingang. Entdeckung, hinter Holzkisten. Negativ, keine Möglichkeit, den Alarm manuell auszuschalten. Ja, wir machen das mit dem Stromgenerator. Okay. Welcher Eingang? Der, wo der Typ reingefahren ist, Enno? Genau. Okay. Reaper, wo bist du? Hier vorne ist so ein zerstörter, verrosteter Bus oder was auch immer das sein sollte am Eingang der Base. Ja, rechts kann ich davon bestätigen. Ah, okay. Da kraub ich gerade rum. Ich wollte mir den unteren Bereich mal anschauen, weil ich kann den Generator einfach nicht aussehen. Einsehen. Es ist jetzt die Frage, wir müssen uns hier eigentlich komplett durchkämpfen. Sollen wir alle ausschalten von... dass wir quasi das komplette Lager von hier aus durchkämmen? Oder sollen wir direkt vorstoßen zu unserem Ziel? Und nee, dann fallen die uns in den Rücken. Das ist glaube ich besser, wenn wir die ausschalten. Der erste Weg schien mir auch. Ich gehe gerade mal auf den Turm. Vielleicht sehe ich von dort den Generator. Der Holzturm? Der Holzturm, positiv. Okay, ich sehe dich da oben. Wo ist denn das Fernrohr da? Reaper, schaffst du es auch zu dem Holzturm? Theoretisch, ich krieche hier halt langsam rum. Ich kann dir Sichtunterstützung geben, Reaper, wenn du über die Baustelle willst zum Holzturm. Ich bin jetzt gerade auf der rechten Seite vom hinter dem Baum, den dürftest du nicht einsehen. Moment. Immer noch bei dem kaputten Bus oder LKW? Nee, ich bin mittlerweile schon in der Basis. Achso. Ich sehe deine Position, du kannst ungehindert zum Turm. Ja. Oh, Enno, schleichen ist nicht mehr nötig. Hast du dich noch weiter fortbewegt oder? Nein, am Eingang sind noch 3 markierte und ein unmarkierter Gegner. Okay. Wo genau befindest du dich da? Ich habe dich jetzt noch nicht gesehen. Wo unser Auto geparkt ist, ein Stück weiter vor, links auf der Straßenseite. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Ist es für mich möglich, Gegner zu markieren? Diese schäbige... Es sind 10 Ziele. Du kannst leider gerade keine Gegner markieren, glaube ich. Scharfschütze? Siehst du hier direkt in Richtung... Ja, die Person auf dem Dach. Ja. Nicht, dass sie sich umdreht und irgendwann uns sieht. Ich weiß noch nicht, ob sie alleine ist. Na, wo hast du mich schon gesehen? Nee, noch nicht. Bist du bei dieser kleinen Holzhütte? Oder bei da an der Mauer? Ich bin das irritiert. Ist keine Holzhütte. Oh Gott. Weißt du noch, wo uns... Unser Fahrzeug, was wir gefahren haben. Mhm. Und da... Achso, ja, ich sehe dich. Ja? Ja. Okay. Da einen weißen Topf unmarkiert. Dann hätte ich hier 4 Gegner in relativ geringer Distanz. Also die 1 könntest du theoretisch ausschalten, wenn sie deinen Schuss nicht hören. Dann versuchen. Okay. Was war das für ein Schuss? Ein Schuss von mir? Von mir. Alarmsystem wird deaktiviert, aber ich treffe das Ding nicht. Ach, okay, da wo ich würde jetzt schießen. Okay. Nein. Gott. Hat er einen Schuss bemerkt? Ich hab den Alarm. Der Panzerfahrer fährt los. Nicht drauf schießen. Okay, was ist irgendwas? Haben auf jeden Fall nicht auf den Panzer schießen. Wenn das Ding nur in die Luft fliegt, haben wir die ganze Basis an unserer Hacke. Haben die anderen das bemerkt? Außerdem solltest du vielleicht mal dein Licht hier ausmachen. Du bist hier mehr als sichtbar. Bin vorgerückt, bin jetzt beim Panzer. Okay. Immer diese Neuling-Scharfschützen, das ist unfassbar.
Von hier oben scheint das Gelände relativ... Alarm aus. Nicht mehr lange. Ja, aber sie haben viele Alarmsysteme hier. Ist noch auf der letzten Insel. Da okay, wir sollten drüben die Position wechseln, Scharfschütze. Unsere ist ziemlich bekannt. Das Problem ist, wir müssen wissen, wo der letzte Alarmpegel ist. Der ist auf der vierten Insel quasi. Achtung, vor der 2, die kommt zu eurem Turm. Ja, ich habe meine Position gewechselt. Ich bin jetzt in dem kleinen Wald zwischen Baustellen, Basis und ja, Hafenbasis. Dritte. Eine befindet sich schon auf der Treppe, okay. Vorsicht, da ist noch einer. Nummer 3 ist ausgeschaltet. Nummer 2 nähert sich auch. Nein. Okay. Gut. Wanba, wo bist du? In einem kleinen Wald zwischen Baustellenbasis bei der 1. Okay, versucht euch zu sammeln, also am besten zu zweit oder so rumlaufen. Okay. Branden, bin am Turm. Okay. Wanba kommt auch zum Turm. Ja, zu dem nähert sich da. Alten Turm beim Scharfschützen. Ja. Ist das eine gute Idee, weil dort wurden wir ja erkannt. Tango ist tot. Wanba und Reaper und Enno können einmal die Holztreppe runter zu Wanba, damit ihr zusammen seid. Irgendjemand sieht mich hier aber noch. Mich aber nicht. Gebt euch Deckung, Feuer frei. Der Tango ist hin. Ich glaube, Endo befindet sich bei mir, ist das korrekt? Ihr befindet euch alle beim selben Gebäude. Okay. Wann war es ganz unten? Bei den okay. Sandsäcken. Ihr befindet euch oben drauf. Nochmal vor und dann runter. Hier. Ich glaube allerdings, die Gegner wissen nicht genau, wo wir uns befinden. Das ist gut. Dafür, dass sie nicht genau wissen, wo wir uns befinden, sind sie aber ziemlich gut in Zielen. Ja, sie haben auch gerade meine Drohne ausgeschaltet. Sagen wir nicht genau. Verdammt. Ich habe halt das Problem, dass ich einfach nicht raussehen kann, wo der Alarm ist, beziehungsweise wo der Generator von dem Alarm ist. So eine große Base hat vielleicht auch mehrere Generatoren. Ich befinde mich übrigens quasi auf der anderen Seite, da seht ihr ja so einen Turm, beziehungsweise so ein dreistöckiges Gebäude. Da befinde ich mich. Ich glaube, der Alarm hat aufgehört. Ich hab noch einen Tag. Ich hab keine Ahnung, wo du bist, aber ist auch besser. Rechts. Sitze hier im Busch. Wenn du oben auf dem Gebäude stehst, nach rechts zu dem beleuchteten Turm in die Richtung irgendwo. Ich höre einen Helikopter. Okay. Hat nichts hier zu tun. Eure Position? Ich bin hier auf dem Dach. Also bei euch im Ja, ich sehe euch. Positiv. Bei euch im Gebäude könnt ihr einen Orden mitnehmen. Okay. Bei dem Gebäude, wo ihr euch gesammelt habt. Ich werde zu euch kommen und von da aus würde ich theoretisch sagen, ist es am besten, wenn wir rechts rumgehen auf die Inseln. Im Gebäude hier. Okay, müssen wir erstmal genau suchen. Vielleicht oben drauf. Achtung, wir ziehen mit Maschinenpistole. Werden hier entdeckt. Eine Etage höher. Okay, der Alarm geht wieder los. Ich habe den Orden. Wo genau? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann. Genau im richtigen Gebäude. Ah, oben? Egal. Erstes Stockwerk, ja.
Hier rechts. Ja, genau, okay, dort. Okay, kommt rein, da draußen ist schon wieder jemand. Wo? Da. Wo draußen. Hat jeder ihn? Ja. Ja. Positiv. Ich sehe keine Gegner. Abwarten. Mir geht dieser Alarm jetzt auf den Sack. Wir können versuchen, einmal hier oben rum. Also eben war der Weg ganz gut, wenn man hier oben rum vom Haus runter und dann zu diesem großen pflanzenbehangenen Baum ist. Kann es nicht genau einschätzen. Ganz oben quasi auf dem Dach von dem Gebäude. Ja. Da kann man seitlich runter, wo so ein Weg ist. Da müsstet ihr uns eigentlich schon sehen können. Ganz oben auf dem Gebäude seitlich runter. Ich bin seitlich unten. Negativ, falsches Gebäude da einerseits. Ja. Da ist irgendwas über die Brücke gekommen. Wahrscheinlich unser Medi. Unser Sniper. Rechts. Ja. Hier. Wir sind rechts von euch. Was ist es denn? Hier unten rechts? Am Wasser. Unten am Wasser? Am Fluss? Ja. Ah, ich sehe euch hier. Hier ist noch eine kleine improvisierte Brücke, ja. Ach, lol. Okay. So. Dort befindet sich jemand. Der Turm wäre vielleicht für unseren Sniper ganz praktisch. Bin schon auf dem Weg. Und hier ist auch das Kraftwerk bei der 2. Und ein weiterer Störsender. Oh, da ist ein riesiges Kraftwerk, deswegen die 2 bewacht den Generator. Komm schon, du blöde 1, dreck dein Scheiß. Was? Was? Status Update. Enno, Wanda, könnt ihr zusammen zur 2 vielleicht vorrücken? Positiv. Negativ, ich sehe Enno nicht. Bin schon etwas weiter. Ah, ich sehe dich, ich sehe dich, ja. Ich rücke zu dir, munitioniere auf und dann können wir vorrücken. Okay, können los. Ja. Was ist denn die 2? Erledigt. Da. Hier ist auch ein Generator. Ja, den bitte ausschalten. Eventuell löst das Alarmproblem. Generator ist. Die Drohne wird gestört, ich sehe nichts. Oh, hier wird's dunkel. Aber nicht still. Nee, die scheinen dann noch eins zu haben. Ein redundantes Stromsystem. Der Störsender Nummer 2 ist ausgefallen, zum Glück. Wir kommen weiter. Einer weniger. Nein, die Gesellschaft ist nicht bei uns. Ja. Höchstens die 3 könnte euch gefährlich werden. Ja, sie schießt auch auf euch. Dort befinden sich weitere. Ja, ich liege links neben den Generatoren im Rasen. Ich bin unter starkem Beschuss, nicht, dass ich gleich. Direkt vor der 1. Oh Gottes Willen. Hab die 2 nicht direkt in die Tür. Auch nicht. Jetzt ist die 2, glaube ich, verschoben. Wo genau? Ah, ja. Ich begebe mich zu der Position der ehemaligen 2. Kommandant, Scharfschütze. Der Strom ist abgedreht. Warte, seid ihr das da vorne an der Brücke? Ich bin immer im Turm. Nee. Ja, positiv. Okay, du bleibst im Turm. Ja, ihr beide da könnt zusammen über die Brücke. Und dann seid ihr schon auf der Seite, wo quasi unser Ziel sein müsste. Müsste theoretisch entweder bei einem der beiden Hafengebäude sein. In der Nähe da zumindest. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Er könnte in dem höheren Gebäude sein. Da müsst ihr zusammen reingucken. Die Vorräte, quasi Nachschübe. Was ist eigentlich unser Ziel? Den Typen ausschalten oder? Ihn ergreifen. Mit dem Nachschub können wir uns wohl. Ich denke, dass wir ihn noch verhören müssen.
Ball am Haus? Negativ. Verdammt. Aufpassen, da ist dein Geschütz. Muss er da hinten noch sein, irgendwo? Gehe über die zweite Brücke. Nur direkt hinter mir, okay. Hier sind zwei Gebäude, ich würde erst in das linke reingehen. Also da können wir schauen, aber es befindet sich hinter dem Berg auf der Insel, wo ihr gerade wart. Da befinden sich noch weitere Gebäude. Da ist auch der Alarm, der uns weiterhin nervt. Okay, dann würde ich den Alarmast bald gehen. Ich denke, da solltet ihr zusammen vorrücken, weil das ist noch ein ganz schön großes Gebiet, was da folgt. Okay, dann bleibe ich erstmal bei Wandwachen. Ja, ich würde die Position verändern müssen, weil ich einfach nichts mehr einsehen kann. Ich habe keine Möglichkeit, unsere Mates zu schützen. Ja, ich bin bei dir. Da hinten sehe ich noch Ölvorräte. Wir rücken zu euch vor. Reaper, vielleicht. Hier hoch, oder? Vielleicht da oben auf dem Stein. Möglich, aber hier war doch gerade irgendwo, ich hätte noch einen Turm gesehen. Pass bloß auf, da hinten geht das Gebiet noch weiter. Ach, der Turm ist da drin, das ist schlecht. Ich denke, hier oben auf dem Stein bist du erstmal gut aufgehoben. Enno, ich habe deine Position verloren. Ich bin wieder zurück zur Brücke gegangen. Warte auf Reaper und Nabo. Ja, wir befinden uns oben am Berg, aber auf eurer Seite, so dass wir euch noch im Blick haben. Ja, sehe euch, verstanden. Okay, positiv, sehe dich auch, Enno. Wenn nötige Information, muss ich in die Richtung von Enno oder Enno in die Richtung von mir? Also habt ihr da so ein bisschen geguckt? Also da scheint ja keiner mehr zu sein, wo ihr jetzt gewesen seid. Genau. Dann ist Enno dichter dran an dem, wo wir hin müssen. Also quasi da, wo das mehrstöckige Haus gerade war. Dann noch an dem kleinen bunkermäßigen Häuschen vorbei und da links geht eine Treppe, ein Weg hoch, der in das weitere Lager führt. Ach ja. Und da patrouillieren auch 1 und 2 gerade. Ja. Okay. Tango ist tot. Verdammt. Mist. Aber die konnten anscheinend keinen Alarm auslösen. Achtung, da befindet sich noch einer, der lauert auf euch. Ja, hier ist ein relativ verwachsenes Zaungelände. Reaper, kannst du deine Position so verändern, dass du auf den Hügel da kommst? Ja, okay, ich sehe dich schon. Ich bin schon dabei, ich kann aber hier nicht drüber gucken. Wow. Achtung, die Funken. Die Funken schon. Ich laufe hier am Zaun entlang, dass ich einen sicheren Einstieg habe. Ja, ich bin hinter dem Zaun, bei der 1 etwa. Ich befinde mich seit rechts von der Mauer bei der 1. Okay. Die 1 wirkt unruhig, kann aber leicht ausgeschalten werden. Dann Zugriff, ihr beiden. Ich sehe eine montierte Waffe. Geh in das Lager rein. Ja, seid vorsichtig. Ja, ich sehe dich, Enno. Ich habe keine Sniper-Unterstützung. Der Sprung hat nicht geklappt. Ich konnte keine weiteren Gegner finden. Bei mir redet irgendjemand was von Lithiumhydroxid. Ja. Ich sehe, wann war. Da ist noch keine weiteren Gegner. Ich höre Gespräche, die anscheinend interessant für... Starte Drohne. Und gemäß unseres Ziels sein können. So, habe ein Türmchen erreicht, aber so richtig was sehen tue ich nicht, weil hier alles sehr verwinkelt und verdeckt ist. Wir finden uns unten bei den Autofracks. Ist erst noch keine Gegnersicht. Nachtsicht bzw. Thermalsicht ist auch unmöglich, weil hier viele warme Flächen sind. Oh shit.
Unser Ziel befindet sich anscheinend in dem Gebäude, was da hinten so schräg links ist. Ich habe gerade eine Person laufen sehen in dem großen Gebäude. Okay, scheint, das könnte unser Ziel sein. Der ist rumgelaufen wie ein Verrückter. Ich habe mal kurz ein Radarstörgerät deaktiviert. Das Ziel muss befragt werden, nicht getötet. Wir sollen ihn ergreifen, ja. Okay. Wir jetzt in das große Gebäude rein. Am besten zusammen reingehen. Okay, ich warte. Ja, bin ebenfalls drin. Okay. Okay. Das ist die Etage sauber. Okay, hier geht's. Hier geht's nicht durch. Ja, das ist nicht ganz korrekt. Hier befindet sich jemand und wartet auf euch. Unser Ziel wird anscheinend gefangen gehalten. Von zwei feindlichen Personen, die bei ihm hocken. Oh. Tango getroffen. Der Generator ist explodiert. Ich hoffe, er hat es überlebt. Ja, hat er. Okay, ich ergreife das Ziel. Erwischt. Entschuldigen Sie, aber ich glaube, man erkennt, warum ich mir die Aufregung gestatte. Eine verstörende Entwicklung. Wirklich verstörend. Ist mir schon klar. Ich meine, Sie sehen nicht wie die Jungs von Santa Blanca aus. Also schick sie die amerikanische Regierung und mir, es steht eine langfristige Störung meiner Pläne bevor. Sie kommen klar. Das muss es doch gar nicht. Ich habe das alles schon durchgespielt. Schon vor Wochen, vor Monaten. Ich muss nur den Notfallplan Alpha Theta 984 aktivieren. Das heißt? Zu tun, was immer die Herrschaften von mir verlangen, natürlich. Zumindest vorerst. Das maximiert meine Überlebenschancen, während ich überlege, welche meine Fluchtpläne noch klappen konnte. Wir werden uns gut verstehen. Eliminieren? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen den zum Heli bringen, oder? Wir müssen ihn zum Bravo-Standort von uns bringen. Also Heli. Ich benötige eine Möglichkeit, das Gebäude mit ihm zu verlassen. Ja. Machen wir nach. Wir sammeln uns beim Helipad. Unterwegs. Alle da? Ja. Ja, dann stopft den Typen da mal rein. Verstauen. Ich fliege. Ruhig, Kamine. Okay. Spring nicht raus, Kamine. Welche Richtung? Hinter uns. Sie behält mich im Auge. Auch wenn sie glauben, sie ignoriert mich. Ich sollte zurückgehen. Sonst macht sie sich Sorgen. Ich konnte mich auf der Heckluke rausfeuern. Ein kleines Stück nach rechts. Dabei ist er fast gelöst. Wissen Optimal. Sie, wie kalt es unter Wasser ist? Das Problem der chemischen Bindung ist gar keins. Monoethanolamin müsste in Bolivien leicht zu finden sein. Ist nur ein großes Problem. Kann ich nicht hier anrufen? Sie wird beschäftigt sein, aber das macht nichts. Sie kennt mich. Findet sich Stiftung Bravo hinter dem Berg? An den Filter? Nein. Dafür wären zwei Räume nötig. Da bliebe kein Platz für Menschen. Tatsache. Ich habe die Pläne für eine kolumbianische Stadt gesehen, rechts. Bei dem einfach ein Atemrohr aus dem Wasser rannte. Allein die Wärmesignatur. Ich sollte Nidia erst anrufen, wenn ich eine echte Lösung habe. Sie wissen ja, ich kenne sie. Kennen Sie sie? Genau hinter der Spitze des Berges muss das sein. Ein unbemanntes Wort. Ja, ein bisschen das ist die Sicht. Warum sollten überhaupt Menschen da drin sitzen? Keine Ahnung, Mann. Der Typ hat irgendwas von Monoethanolamin geredet. Ja, Drogen lassen grüßen. Ja. Ja. Okay. Willst du ihn vielleicht mal mitnehmen? Nee. Por favor, komm mit mir. Ich glaube, wenn ich dem jetzt so aus Versehen die Giegel über den Kopf ziehe, meinst du, das merkt einer? Nee. Ja, wir müssen ihn noch Fragen stellen. Er braucht seine Gehirnzellen noch. Och, Männer. Aber die Waffe ist so schwer. Außerdem muss der mit mir noch über die... Der kommt da rein. Desintegrierung. Hm.
Ma'am, Nidia wird mich suchen. Gut, denn wir suchen sie. Es heißt, sie hätten Hirn zwischen den Ohren, Kamerada. Jetzt, wo sie in der Scheiße stecken, so ganz ohne U-Boot, sollten sie begriffen haben, dass sie meine Hilfe brauchen. Ich helfe, wenn sie mir helfen. Hä? Entschuldigen Sie die Frage, aber was ist das hier für Sie? Spannung? Dramatik? Die Felsen hier gab es schon lange, bevor sie überhaupt aus dem Sack ihres Vaters gespritzt sind. Und sie werden noch da sein, wenn sie bereits zur Taufe fallen sind. Verstehen Sie? Die Felsen haben für das Universum mehr Bedeutung als Sie. Als Ihr großer und verlogener Krieg gegen die Drogen. Bringen Sie mich jetzt zu Nidia oder warten wir auf Sie? Ist Ihnen eigentlich klar, dass ich Sie in den Bau stecken werde? Wo tätowierte Neonazis Sie als menschliches Nadelkissen benutzen? Für Ihre Schwänze? Das Problem ist, Sie glauben, dass es irgendwas ausmacht. Missbrauch, Kokain, Mord, ist alles Unsinn. Denken Sie etwa ein Jaguar, sehr sich um so etwas wie Gefühle? Oder das Kaninchen, Sie vielleicht Gedanken um Gott machen? Oh nein, Sie belügen sich nur selbst. Reden Sie ein, dass Sie irgendwas bewirken. Dir ist wohl alles scheißegal, El Cerebro. El Cerebro? Ich bin nicht Cerebro. El Cerebro ist Ihnen entwischt, bevor Sie wussten, dass er da ist. Er ist einfach weg, als hätte er nie existiert. Was soll das heißen? Wir haben den Falschen. Die meisten Infos, denen wir gefolgt sind, stammen wohl von El Cerebro. Er hat uns in die Irre geführt, um sich abzusetzen. Mit wem zum Teufel redet Bowman dann? Mit El Cerebros Top-U-Boot-Designer. Also im Prinzip mit dem Opferlamm. Das hört sich wie Superschurken-Mist aus einem Comic an. Egal, die U-Boot-Flotte des Kartells haben wir aus dem Verkehr gezogen. Wird Jahre dauern, das Programm neu aufzulegen. Und El Cerebro? Die Spur ist jetzt kalt. Bowman wird am Ball bleiben, aber für uns geht's erstmal weiter. Hey, Bowman, lass den Typen da raus. Nun. So, Speicherkarte voll, austauschen. Ich weiß nicht, wer die Diensteinsatzaufzeichnung begonnen hat. So, dann hoffe ich, dass euch diese Folge mal wieder gefallen hat. Lasst einen Kommentar und ein Like da. Und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Wieder Chaos. Tschüss. Ciao.